2000 Einzelteilen unterschiedlichster Materialien entsteht hier ein Gegenstand, der, wenn er erst einmal fertig ist, den Käufer immerhin die Hälfte seines monatlichen Nettolohnes kosten wird. Und dennoch ist er in fast 99% der bundesdeutschen Wohnzimmer zu finden. Dieser technische Apparat hat unser Leben so klammheimlich und so nachhaltig verändert wie kaum ein anderer Gegenstand im 20. Jahrhundert. Für viele ist der Fernseher heute ein alltäglicher Begleiter. Er bringt die Welt ins Haus, unterhält, informiert und teilt den Tag ein. Aber es hat sich ganz bestimmt was verändert. Also ich habe auch nach längerem Tragen ein trockenes Gefühl gehabt. Und dadurch fühlt man sich sehr wohl. Ich stehe morgens auf und statt das Radio anzumachen, mache ich halt einen Fernseher an. Und dann schaue ich dann das Frühstücksfernsehen ein bisschen. Dann kommt gleich Familienduell. Aber dann ist ziemlich Sendepause. Bis zwei. Dann schalte ich um auf Alf auf Sat 1 um 2:30. Dann die Ilona Christen. Dann ein Meise. Dann schalte ich um auf im Kabelkanal und da kommt um 15.40 Uhr meistens Raumschiff Enterprise. Danach kommt Hey Dad, das dauert bis um 18 Uhr. Dann geht nämlich das Spiel los, geh aufs Ganze. Und dann zappe ich mich halt dann da so durch bis um 11, 11:30 abends. Und dann schlafe ich meistens dann vom Fernseher ein. 1928. Auf der Berliner Funkausstellung wird der Seerundfunk zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Man hat das Ereignis in den Zeitungen groß angekündigt. Die Leute sind gespannt auf das neue Medium und stehen geduldig an. Aber als es dann soweit ist, sind die meisten doch enttäuscht. Denn noch ist die Qualität des Bildes alles andere als überzeugend. Aber schon 6 Jahre später überträgt die Reichspost in Berlin regelmäßig Fernsehversuchssendungen. Achtung, Achtung! Hier sind die Ultra-Kurzwellensender Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Tja, das wirklich Neue am Medium Fernsehen war, dass alles live gesendet wurde. Die Zuschauer kannten ja damals nur den Film mit Zeitverzögerung, mit eingebauter Zeitverzögerung. Und die Reichspost ist damals erstmal dazu übergegangen, den Zuschauern Fernsehen zu erklären. Was ist überhaupt Fernsehen? Hier Fernsehlaboratorium Witzleben. Hier Fernsehstelle Nord. Ach, da will wohl wieder jemand nicht glauben, dass die Fernsehübertragung echt ist. Richtig. Erzählen Sie uns doch bitte einfach über den Sender, welche Möglichkeiten das Fernsehen bietet. Dann werden schnell alle Zweifel zerstreut sein. Sehr gern. Fangen wir also mit der unmittelbaren Übertragung an. Ich sitze hier in der Abtastzelle des Fernsehlaboratoriums. Jeder Gegenstand, jede Person in dieser Zelle kann Ihnen als lebendes Bild sichtbar gemacht werden. So, Hex, komm mal her. Zeig mal den Herrschaften, was wir können. Gib mal laut. Bellen kann sie auch. Der erste Programmhöhepunkt ist die Übertragung der Olympischen Spiele 1936. Mit riesigen elektronischen Kameras werden die wichtigsten Wettbewerbe aufgenommen und live in Fernsehstuben übertragen. 100.000 finden im Stadion Platz und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiele teilzunehmen. Noch gibt es Fernsehstuben nur in Berlin. Aber die Leute sind begeistert vom Fernsehen. Lange Schlangen bilden sich dort, wo die kostenlosen Eintrittskarten verteilt werden, die auch für das tägliche Versuchsprogramm gelten. In der Fernsehstube sitzt man dicht gedrängt, fast wie im Kino. Noch ist Fernsehen ein Gemeinschaftsvergnügen. Doch schon bald träumt man vom Fernsehen im eigenen Heim und mit dem Fernsehvolksempfänger rückt das Puschenkino in greifbare Nähe.
Aber als der Krieg beginnt, ist es aus mit diesem Traum. Die Geräteproduktion wird eingestellt. Nur Sendungen zur Truppenbetreuung gibt es noch eine Weile. Dann enden die Pioniertage des Fernsehens in Deutschland. Der offizielle Start des deutschen Nachkriegsprogramms begann am 25. Dezember 1952, Weihnachten. Also irgendwo liegt die Assoziation nahe, Fernsehen als Weihnachtsgeschenk für die Bevölkerung. Allerdings von Geschenk konnte in dem Sinne keine Rede sein. Fernsehempfänger kosteten damals 1.500 bis 2.000 Mark. Nur die wenigsten konnten sich das leisten, zu einer Zeit, als man nicht mal das Nötigste zum Leben vielleicht hatte, also nicht mal eine Badewanne, geschweige denn ein Auto. Die Werbung preist die Vorzüge des wiederauferstandenen Mediums. Dass der Fernseher unter anderem die Welt ins Haus bringt, ist ein wichtiges Werbeargument in einer Zeit, in der man noch nicht sehr mobil ist. Weil auch die Werbung wenig nützt und der Verkauf weiterschleppend läuft, bringt man das Fernsehen schließlich zum Kunden. Fernsehgerätewagen werden in Bewegung gesetzt und machen sich auf in die Provinz. Dort bauen die Techniker ihre mitgebrachten Geräte auf und laden in Gaststätten und Turnhallen, notfalls auch im Freien, zur Vorführung. Viele erleben so die erste Fernsehsendung ihres Lebens. Und die beiden Sendungen, die dem Fernsehen dann schließlich doch noch zum Durchbruch verhelfen. Die eine ist die Live-Übertragung der Krönung von Elisabeth II. In England. Die zweite ist die Übertragung des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. An den Fernsehschirmen sahen Millionen den wirklich einmaligen Erfolg der deutschen Außenseiter. Das war das Siegestor. Mit 3:2 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister und im Berner Stadion ehrte man die erfolgreichen Sportler. Viele, die sich vorher die Nase an den Schaufenstern der Fernsehfachgeschäfte plattgedrückt haben, um diese Programmhöhepunkte zu sehen, wollen jetzt ein eigenes Gerät. Die Teilnehmerzahlen steigen. Ende 1957 wird der millionste Fernsehzuschauer registriert. Ein Jahr später sind es bereits 2 Millionen. Statt sich abends zum Stammtisch in die Kneipe zu verabschieden, verbringen die Familienväter den Feierabend immer öfter zu Hause vor dem Bildschirm im Kreis der Lieben. Deswegen gilt Fernsehen damals noch als familienfreundlich. Die ersten Gerätebesitzer hatten damals auf einmal einen verdächtig großen Freundeskreis. Abends zur besten Sendezeit klingelten Freunde oder Nachbarn, vielleicht noch mit einem kleinen Präsent in der Hand. Und wir hatten natürlich nichts anderes im Sinn, als den spannenden Spielfilm oder Ähnliches zu schauen. Für die Hausfrau war das eher ein Stress. Sie musste in der Küche die Gäste, die ungebetenen Fernsehgäste, mit Häppchen und Schnittchen versorgen. Das ist der Bankbeamte Werner Weber, 48 Jahre alt. Daneben seine Frau Brigitte. Sie kennen das Geheimnis. Sie kennen das Geheimnis, wie man immer mit seinem Geld auskommt, ohne auf Qualität zu verzichten. Ihr Fernsehgerät ist von Neckermann. Ein Original-Körting-Erzeugnis und besonders preiswert. Und im Bilde sein zu jeder Zeit. Mit dem Verkauf durch den Versandhandel werden die Geräte für fast jeden Geldbeutel erschwinglich. Durch den Aufbau von Kundendienstnetzen sind auch Anschluss und Reparatur kein Problem mehr. Dem Siegeszug des Fernsehens steht nichts mehr im Wege. Jetzt gibt es Tipps fürs richtige Fernsehen. Es sind eigentlich nur wenige Regeln. Die erste und wichtigste ist, dass man eine krampfhafte und starre Körperhaltung vermeidet. Denn eine Fernsehsendung dauert lang und da muss man sich auch bequem hinsetzen. Die zweite Regel ist die, man muss mindestens 2,5 bis 3 Meter vom Fernsehschirm entfernt sein, lieber noch mehr. Die dritte wichtige Regel, man muss ein Fernsehbild immer im hell erleuchteten Raum betrachten. Am besten nimmt man eine Ständerlampe, die man hinter den Fernsehapparat stellt. Befürchtungen hatten vor allem die Gastwirte in den 50er Jahren, dass ihnen die Kundschaft ausbliebe durch das neue Medium Fernsehen.
Man dachte natürlich, jetzt sitzt der Gast zu Hause, trinkt zu Hause sein Bier vor dem Fernsehschirm, kommt nicht mehr in die Kneipe. Findige Gastwirte haben einfach reagiert, haben sich selbst einen Fernsehempfänger aufgestellt. Und der Lohn der Mühe war, die Leute saßen wieder in Scharen in der Kneipe und haben natürlich massig Bier konsumiert. Die Gäste dieser Nürnberger Altstadtkneipe werden Augenzeugen der Wirklichkeit eines Fußballspiels. Sie berauschen sich, sie applaudieren. Sie feuern ihre 450 Kilometer entfernten Lieblinge an, als ob sie bei ihnen wären. Und wer wollte sagen, sie wären nicht dabei? So sah es auch 1954 aus, am Tag von Bern, als die Deutschen vor den Bildschirmen ein einzig Volk von Brüdern wurden und die Fernsehlawine zum ersten Mal in Bewegung kam. Mit der Begeisterung, die das Fernsehen auszulösen vermag, wird es selbst zum Thema der Fernsehberichterstattung. Ob Fußballschlager, ob olympische Feste. Über Länder und Erdteile verbreiten die großen Ereignisse auf geheimnisvollen Wellen ihre Atmosphäre. In diesen Stunden erlebt das Fernsehen seine wahren Triumphe. Denn dies, meine Damen und Herren, dies ist Fernsehen. Nicht zuletzt wegen dieser Eigenschaften steigen die Teilnehmerzahlen rasch weiter. 1964 wird die 10. Million erreicht. Die Fernsehindustrie wird zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor, das gerät selbst zum Massenprodukt. In der Wohnung erhält der Fernseher einen Ehrenplatz. Das Wohnzimmer wird zum Hauptaufenthaltsort der Familie und das Fernsehen wird zur Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro Woche? Jeden Abend praktisch 3 Stunden. Ich sehe jeden Abend Fern. Ja, fast jeden Abend. Wie viele Stunden sehen Sie ungefähr durchschnittlich? Bis zum Schluss, bis alles ist. Ja, wollen wir sagen, 30 Stunden. 30, 40 Stunden. 40 Stunden. Kinderzeichnungen dokumentieren, wie sich das sonntägliche Familienleben durch den Fernseher ändert. Also wir stehen morgens um 8:30 auf und dann trinken wir ganz gemütlich Kaffee. Und dann essen wir Mittag und dann sehen wir Fernsehen. Und dann essen wir Abendbrot und dann sehen wir noch Fernsehen und dann gehen wir ins Bett. Und abends essen wir Abendbrot, dann wird der Fernseher einen Augenblick ausgeschaltet und dann gucken wir wieder Fernsehen. Hat denn dein Vati eine besondere Liebhaberei am Sonntag? Ja, Fernsehen gucken. Was würden Sie abends machen, wenn es kein Fernsehen gäbe? Nee, ich Langeweile. Tja, was würde ich wohl machen? Was will ich denn tun, Jordan? Ja, das wäre auch, das ist eine Frage. Ja, dann würde ich ja natürlich, wie das früher so war, mit der Familie mal zusammensitzen und diese schönen Gesellschaftsspiele machen. Wenn es auch nur mal Schach wäre oder auch ein Halma-Spiel, ganz gleich, das war auch mal was wert. Und so kommen Sie nicht mehr dazu? Ja, man muss sich schon dazu zwingen, ne? Denn das Fernsehen ist wie ein Magnet, also ich bin ehrlich. Ne? Zu den ersten Fernsehlieblingen gehörten ganz sicherlich die Fernsehansagerinnen. Die beliebteste wurde die Irene Koss, die in Massen Heiratsanträge kriegte, die zum Schwarm der Männer wurde. Einige waren dann so verrückt und haben die dann direkt vom Schirm abfotografiert. Es war irgendwie so, dass diese ersten Stars auch Gast der Fernsehzuschauer zu Hause waren. Und wer einem so oft so nah ist, der gehört praktisch zur Familie, wie zum Beispiel Dagmar Bergmeister. Abgesehen von reinen Autogrammwünschen bekomme ich sehr viele Briefe, die in einem fast familiären Ton gehalten sind. Viele Zuschauer duzen mich, ohne sich wahrscheinlich dessen bewusst zu werden, dass sie mich gar nicht persönlich kennen. Man übt Kritik hauptsächlich an der Haarfrisur. Hier schreibt zum Beispiel ein Zuschauer: Das anmutige Bild Ihrer Ansage ist seit einiger Zeit durch die entsetzlichen Frisuren, mit denen sich ein Figaro offensichtlich einen Spaß erlaubt hat, verwischt. Und hier schreibt ein Zuschauer: Er bittet um ein dezenteres Dekolleté, da auch heranreifende Jugend abends vor dem Bildschirm sitzt. Das alles hat mir gezeigt, wie sehr wir in den Familienkreis mit einbezogen werden.
Und so ähnelt auch die Verleihung des goldenen Bildschirms ganz einem bürgerlichen Familienfest. Nicht Glanz und Gloria der Bambi-Verleihung, nicht die große Abendrobe, sondern das einfache Kleid ziert den Fernsehliebling. Wackere Hausfreunde sollen die Fernsehhelden sein und feiert man sie, sollen sie in den Hemdsärmeln des Alltagskumpans daherkommen, statt im Smoking der Halbgötter vom Film. Zwischen den Zuschauern und ihren Bildschirmspezies besteht Gleichheit und Brüderlichkeit. Doch je familiärer die Beziehung, desto herzhafter der Krach. Wehe dem Fernsehmann, über den der Familienzorn hereinbricht. Sie die Show gesehen, denn? Ja. Hören Sie mal, größeren Quatsch können Sie wohl nicht bringen, was? Das ist der größte Krampf des 20. Jahrhunderts. Es ist so furchtbar und es ist so witzlos und so ohne jeden Einfall. Dann schon der Angestazid von Stuttgart. Na, wie sind schon, dass ein Scheißdreck kommt? Aber es gibt auch Fernsehereignisse, für die den Machern Absolution erteilt wird. Durbridge-Krimis zum Beispiel erreichen Einschaltquoten von über 90%. Wenn solche Straßenfeger laufen, kommt das öffentliche Leben in Deutschland zum Erliegen. Dann sitzt die ganze Nation vor dem Bildschirm, rätselt, wer der Mörder ist und gruselt sich gemeinsam. Wie heißt du? Anja. Hier sind die ersten Bilder. Der Programmhöhepunkt der 60er Jahre aber ist die Landung der Amerikaner auf dem Mond. Sie wird 1969 live auf der ganzen Erde übertragen. 350 Millionen Menschen sitzen vor den Bildschirmen. Die Welt, eine riesige Fernsehgemeinde. Das waren natürlich echte Kommunikationsereignisse. Man hat sich im Kaufhaus oder im Betrieb am nächsten Tag darüber unterhalten. Es gab hier nur 2, 3 Programme. Viele haben dann das Gleiche gesehen. Heutzutage in einer Situation mit 20 oder 30 Kanälen gibt es diese einheitliche Fernsehgemeinde natürlich nicht mehr. Jeder hat in der Regel was anderes gesehen. Fernsehen verbindet nicht mehr. In der DDR startet man nach dem Krieg mit einiger Verspätung in die neue Fernsehzukunft. Die Geräteproduktion muss völlig neu aufgebaut werden, weil die Betriebe entweder zerstört sind oder von den Sowjets demontiert wurden. Erst zu Beginn der 60er Jahre kommt die Massenproduktion hier richtig in Schwung und die Geräte werden bezahlbar. Der erste selbstproduzierte DDR-Fernseher, der Rembrandt, kommt Mitte der 50er in die Schaufenster zum Einheitspreis von 3.500 Mark. Mit Ratenkaufangeboten soll das Bedürfnis nach einem eigenen Gerät geweckt werden. Aber entgegen offizieller Verlautbarungen bleibt das Fernsehen auch hier zunächst ein Schaufenstervergnügen. Die Kollegen vom VEB Sachsenwerk kurbelten die Sache an. Die Bürger wurden aufmerksam. Man sprach vom Fernsehen. Man wollte Fernsehen. Gesendet wird von Berlin-Adlershof aus. Zuerst ein Versuchsprogramm, dann im Januar 56 beginnt der reguläre Sendebetrieb in der DDR. Viermal in der Woche erleben wir die sowjetische Regierungsdelegation traf zu einem Staatsbesuch in Indien ein. Wiederaufbau des Altmarktes in Dresden. Technischer Fortschritt auf dem Lande. Eine Rübenverziehmaschine. Liebe Fernsehfreunde, und zum Abschluss der Wetterbericht. Über dem Atlantik wird in nordöstlicher Richtung abziehen. Guten Abend. Von dem Erfolgsmeldungseinerlei des staatlich kontrollierten Fernsehfunks hebt sich die Sendung dieser Herren wohltuend ab. Den Zuschauern gefällt der frische, unpolitisierte Ton der drei. Da lacht der Bär, wird zur beliebtesten Fernsehsendung dieser Zeit. Und wer so beliebt ist, der kann sich auch schon einmal über die Abneigung der Funktionäre gegen den Twist lustig machen.
so ein bisschen betwistet. Hey, Twist, Junge, Twist, bist du... Ja, aus Versehen. Die Noten sind verschmiert und dadurch stottern die Saxophone, nicht wahr? Hey, Twist doch nicht. Nein, nicht, Quatsch. Wir machen den Twist erst, wenn die anderen längst vergessen haben. Ja. Das ist Tradition. Auch in der DDR entsteht in den 60er Jahren die große Fernsehfamilie, in deren Glanz sich der Familienvater sonnt, über deren Mitglieder er aber auch eifersüchtig wacht. Doch seine Macht reicht nur bis zur Staatsgrenze. Viele DDR-Bürger schauen Westfernsehen und werden so mit zwei Versionen ein und desselben Geschehens konfrontiert. So sah es heute am späten Nachmittag am Brandenburger Tor aus. Mit Volksarmisten besetzte Armeewagen waren bis an den letzten Meter der Sektorengrenze vorgerückt. Das Brandenburger Tor wird beherrscht von Zwang und Verboten. Wir haben heute, ohne irgendwelche Westberliner Interessen zu verletzen, von unserem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht und eine solche Kontrolle an unseren Grenzen eingeführt, wie sie an den Grenzen eines jeden souveränen Staates üblich ist. Wir bewachen unsere Grenzen verlässlich und kontrollieren wirksam. Das Fernsehen wurde natürlich spätestens Anfang der 60er Jahre auch in den Kalten Krieg eingezogen. Es diente zunehmend auch als Mittel der ideologischen Auseinandersetzung. Im Osten als Beispiel, als deutlichstes Beispiel, Karl Eduard von Schnitzler mit seinem Schwarzen Kanal, der immer montags kam und der die Zustände in der Bundesrepublik geißelte. Aber auch im Westen gab es ähnliche Tendenzen, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass bei den Europameisterschaften in Budapest 1966 bei der Siegerehrung die DDR-Nationalhymne ausgeblendet wurde vom Westfernsehen mit der Inschrift Tonstörung. Also dann sieht man, dass auf beiden Seiten ideologisch das Fernsehen eingesetzt wurde. Die Zuschauer kümmern diese Programm- und ideologischen Querelen wenig. Als im September 1969 in der DDR das Farbfernsehen eingeführt wird, gibt es bereits weit über 4 Millionen Fernsehhaushalte Ost. Das Fernsehen ist auch hier zur Lieblingsbeschäftigung der Bürger geworden und bleibt es, zumal es jetzt auch noch vermag, den manchmal recht tristen Alltag so schön bunt einzufärben. Im Westen kommen die ersten Farbfernseher 1967 in die Schaufenster. Farbe macht Fernsehen attraktiver, aber auch teurer. Dennoch steigt der Fernsehkonsum weiter an. Und während immer mehr Leute immer mehr Geld für das bunte Vergnügen bezahlen, gerät das Fernsehen unversehens in die Kritik. Wenn Mennix in die Knie geht, merkt Frau Lohmann gar nicht, dass sie schon die 6. Praline nimmt und den 3. Eierlikör. Wenn er ihr einen 3 Minuten Dauerbrenner aufdrückt, merkt Herr Lohmann gar nicht, dass er schon zum 21. Mal in die Schale greift. Ernährungswissenschaftler stellen fest, Fernsehen mästet. Viele Leute nehmen unbewusst ein zweites Abendessen nach der Hauptmahlzeit ein und wundern sich, dass sie in keinen Sessel mehr passen. Freizeit, Feierabend, Abschaltpause des Maschinenmenschen. Ernst Bloch, er bekommt Freizeit nach des Tages Last und Mühe, um sich als Maschine zu speisen und zu ölen. Die Wartung übernimmt der Unterhaltungsapparat. Der Fernseher dröhne den Zuschauer allabendlich mit Unterhaltung zu und verhindere so, dass er sich Gedanken macht über die politische Situation und seine eigene Rolle in dieser Gesellschaft. Statt sein unerträgliches Dasein zu verändern, verdämmere er sein Leben vor dem Bildschirm. So die Kritik dieser Jahre. Als das Schlagwort von der Droge Fernsehen die Runde macht, beschließen einige Familien, einen 4-wöchigen Fernsehverzicht zu wagen. Sie erleben ihr blaues Wunder. Ne, haben wir nicht nötig. Wir wollen es hoffentlich. Ja. Ihre Erfahrungen? Vielen wird bewusst, wie sehr der Fernseher ihre freie Zeit und ihr Familienleben bestimmt. Man muss erst wieder lernen, die freie Zeit selbst zu gestalten. Ohne Apparat spricht man wieder mehr miteinander, kümmert sich um die Kinder, lädt öfter wieder mal Freunde ein und ist auch sonst zufriedener. Durch die 4 Wochen also sind wir auch von der Ehe uns immer nicht wieder nahe gekommen. Aha. Ja.
ganz toll, ne? Ja, also uns hat es echt viel gebracht. Ja, ja. Ja. Trotz dieser Kritik bleibt die Faszination des Mediums ungebrochen. Mit Kabel- und Satellitenschüssel ist in den 80er Jahren der Weg frei geworden für private Fernsehanbieter. Gesendet wird rund um die Uhr. Wer will, kann unter mehr als 30 Kanälen wählen, aber Quantität bedeutet nicht automatisch auch Qualität. Hallo alle zusammen, willkommen beim Fernsehen. TV ist heute das Informations- und Unterhaltungsmedium schlechthin und somit als Werbeträger für Produkte und Dienstleistungen, die Märkte erobern wollen, unumgänglich. Na, was glauben Sie, ist die Lieblingsbeschäftigung aller Europäer? Millionen von Menschen tun es immer wieder und sie können es nicht lassen. An dritter Stelle nach Arbeiten und Schlafen kommt Fernsehen. Ich nehme das Buch, den Fahrradhelm. Mit der Finanzierung durch Werbung wird die Quote zum Maßstab des Programmerfolgs. Die Wünsche unserer Kunden erfüllen wir am erfolgreichsten, wenn wir ein erfolgreiches Programm für unsere Zuschauer machen. Der Zuschauer ist und bleibt das von allen Beteiligten am meisten umworbene Objekt der Begierde. Die Programmflut, die offensive Programmgestaltung und seine ständige Verfügbarkeit haben den Fernseher für viele fast unentbehrlich gemacht. Und manchmal hat das Verhältnis Mensch-Apparat schon etwas Beängstigendes. Da wurde mir sage und schreibe, dieser Fernseher zum Kumpel. Meine Mutter hat gesagt, ja, was machst du jetzt? Dann sage ich, ja, ich gehe jetzt mit meinem kleinen schwarzen Freund. Dann meine ich halt immer den Fernseher. Ja, ich möchte nicht sagen, das ein und alles, aber ich brauche ihn. Ich pflege mal halt meinen Fernseher, ne? Wir haben ja sonst nichts anderes zum Pflegen. Ne? Tiere dürfen uns keine halten, ne? Und das ist der Fernseher unsere Unterhaltung. Sonst ne? Wäre die Katze mein Liebling. Ach Gott. Auch heute noch ist die Faszination Fernsehen ungebrochen. Neue Möglichkeiten tun sich auf Sparten- und PTV-Kanäle. Noch mehr Programme durch noch mehr Fernsehsatelliten. Digitales Fernsehen mit noch mehr Möglichkeiten für jeden Einzelnen, sich sein eigenes Programm zusammenzustellen. Und mit noch einmal mehr Programmen. Experten halten 100 und mehr Kanäle für denkbar. Die Frage ist, wie der Mensch sich gegen eine solche Programmflut behauptet.